Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana, meine Damen und Herren. Als Apotheker, als Pharmakologe beschäftige ich mich nun seit über 30 Jahren mit Gesundheit, mit Anabolen, Androgen, Steroiden, die potenziell die Leistung des Athleten steigern können. Ich habe diesen Kanal Orthomedico, medizinische Athletenbetreuung, vor 4 Jahren gegründet, um Athleten eine Hilfestellung zu bieten, da ich hierfür eine Notwendigkeit gesehen habe. Die Notwendigkeit besteht damals wie heute darin, dass Athleten aufgrund ihrer Begehrlichkeiten, Muskelaufbau, Leistungssteigerung, Verbesserung der Leistung im Sport, die positiven Aspekte, die man im Internet, auf verschiedenen Foren oder auch in einschlägigen YouTube-Videos, die ebenfalls von Laien kommen, wo man wissenschaftlich natürlich nichts erwarten kann, aber auch nichts erwarten darf, nur die positiven Seiten dargestellt werden, die negativen und vor allem die Interaktionen mit unserem Nervensystem, die Interaktion mit anderen Hormonen, die jetzt nicht in die Gruppe der Anabolen, Androgene, Steroide fallen, wie die Glukokortikoide beispielsweise, wie unser Immunsystem, aber auch wie unser Mikrobiom, noch nicht mal das zentrale Nervensystem, also unsere aktivierenden Neurotransmitter wie Adrenalin, wie Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, die Katecholamine insgesamt, die werden vom Laien so nicht erfasst. Das bedeutet also, wir haben eine große Gruppe von Laien, die pharmakologisch orientiert arbeiten, die Wirkstoffe empfehlen, wohlgeneigt beim eigentlich Gesunden. Das mag auch alles funktionieren, das ist auch so und so weit kein Problem, solange alles gut geht. Aber wenn es eben nicht mehr gut geht, dann ist man schnell wieder zurück beim Mainstream. Und was ist der Mainstream? Der Mainstream ist der Hausarzt, der leider von diesen Substanzen sehr wenig Ahnung hat oder gar keinen. Und die Erfahrung zeigt, dass diese Berufsgruppe neben ihrer sprichwörtlichen Ahnungs- und Ratlosigkeit auch nicht sonderlich hilfsbereit, geschweige denn compliant sind. In diesem Sinne heute ein neues Video zum Thema SARMs. Was ist mein Anliegen heute bei diesem Video? Ich möchte vor allem, dass wir SARMs verstehen lernen. Und zwar aus einer ganz anderen Betrachtung, wie in den Mainstream-Medien und vor allem auch auf zahlreichen Videos in YouTube vom Laien, wie gesagt, dargestellt. Wir müssen erstmal verstehen, was und wie funktioniert der androgene Rezeptor. Was macht der androgene Rezeptor? Was ist das überhaupt? Und wie funktioniert der androgene Rezeptor, bevor wir seine Liganden besprechen? SARMs ist nur ein Ligand. Der natürliche Ligand, auf den gehen wir gleich noch ein, des Androgenrezeptors, das ist unser Testosteron. SARMs haben also eine osteo- und myoanabole Wirkung. Sie haben das Potenzial, das möchte ich nicht verhehlen, bei vielen Erkrankungen, die im Osteoporosebereich zum Beispiel oder auch myoanabole Wirkungen entfalten, bei Kachexie, bei Krebserkrankungen, in der Rekonvaleszenz von schwerwiegenden Erkrankungen. Hier haben SARMs natürlich ihr Einsatzgebiet, genauso wie damals die Anabolen, Androgen, Steroide, die allerdings aufgrund ihres Steroidrückgrats und der pluripotenten Verfügbarkeit und der weitreichenden Verfügbarkeit von Androgenrezeptoren in zahlreichen Geweben nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Das Testosteron, was Sie hier sehen, das hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört, nur den Namen Red 140. Dann dürfte der Begriff Ostarin bekannt sein, Ligandrol, S23, S4, YK11. Namen gibt es relativ viele. Die Unterscheidung, die möchte ich Ihnen heute ersparen. Es geht primär um die zentrale Fragestellung: Besitzen nichtsteroidale Liganden, also
in dem Fall SARMs, ein besseres pharmakokinetisches, pharmakodynamisches Profil wie die bekannten steroidalen Liganden. Die bekannten steroidalen Liganden, das sind die üblichen Verdächtigen. Ja? Wer kennt sie nicht? Das Testosteron oder als Beispiel hier das Dianabol, könnte ich noch einige andere Namen anführen, die ihr ja alle kennt. Ja? Trenbolon zum Beispiel. Oder auch sehr häufig Turinabol. Aber zunächst einmal geht es mir um die Nachteile. Die Nachteile der bekannten Anabol-Androgen-Steroide, nämlich in erster Linie mal die Hepatotoxizität hervorgerufen durch die Alpha-Alkylierung an C17. Wenn wir unseren Steroidring anschauen, dann entstammen alle Anabolen-Androgen-Steroide dem Cholesterin. Ein Cholesterin mit 27 C-Atomen wird dementsprechend in den Mitochondrien modifiziert und dann entsteht eine ganze Reihe von Wirkstoffen. Hier zum Beispiel jetzt an C17 methyliert, gezählt wird immer von C1, C2, C3, hier eine Doppelbindung zum Sauerstoff, C4, C5, dann zum zweiten Ring, C6, C7, C8, C9, C10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und hier schließlich C17. Also hier haben wir diese an Position 17 stattfindende Methylierung oder Ethylierung, also Ethylgruppe oder Methylgruppe. Und das ist genau die, die unserer Leber zu schaffen macht. Und die allgegenwärtige Expression von diesen Androgenrezeptoren, die ich eben gerade schon erwähnt habe, und das typische Steroidrückgrat, das Sie hier sehen können, der natürlichen Liganden, Testosteron zum Beispiel und ihrer Abkömmlinge, diese schränken die Verwendung von Steroiden für therapeutische Zwecke nach heutiger Sicht zumindest weitestgehend ein, weil wir eben gerade in vielen Fällen eine Hepatotoxizität haben. Wir haben es oft auch mit aromatisierbaren Androgenen zu tun, die in dem Fall auch ungünstig sein können, wenn es um therapeutische Zielsetzung geht. Und ein weiteres Problem, was ich Ihnen nicht verhehlen möchte, ist die Auswirkung auf die Hämatopoese, sprich auf die Bildung von Erythrozyten im roten Knochenmark. Die meisten anabolen Androgensteroide, die wir kennen, haben einen positiven Einfluss auf die Hämatopoese. Die Situation könnte wie folgt exzessiv dargestellt werden, indem wir es mit Geldrollenbildung haben. Geldrollenbildung hängt ab von der Viskosität. Das hat was mit der Fließeigenschaft des Bluts zu tun, mit der Blutrheologie. Wenn wir viele rote Blutkörperchen haben, dann schränken wir dadurch die Blutrheologie ein. Die Erythrozyten sind normalerweise negativ geladen, stoßen sich ab. Das tun sie in weiten Teilen beim Bodybuilder nicht mehr, weil sich hier der Blut-pH in gewisser Weise verändert. Und dann kommt es zu Geldrollenbildung. Das führt zu mikrozirkulatorischen Störungen. Hier auf der rechten Seite sehen Sie ein normales Blut im Dunkelfeld und Sie sehen hier einen deutlichen Unterschied. Wenn es also gerade durch die Übereiweißung, die Übersäuerung hier es zu einer vermehrten Geldrollenbildung kommt, genau dann ist natürlich diese Hämatopoese, sprich die Bildung von roten Blutkörperchen mit einem Hämatokrit jenseits von 50 eher ungünstig und wirkt natürlich der Entstehung eines Herzinfarkts, eines Schlaganfalls, eines thromboembolischen Geschehens eher positiv hinzu. Der Androgenrezeptor. Wenn wir SARMs verstehen wollen, dann müssen wir erstmal verstehen, meine Damen und Herren, was ist denn eigentlich dieser Androgenrezeptor? Und zwar, die Androgenrezeptoren gehören zur Klasse der DNA-bindenden Transkriptionsfaktoren. Das sind Kernrezeptoren, sprich, sie sind im Kern lokalisiert. Und hier unterscheiden wir 48 verschiedene Mitglieder. Die Funktion vom Androgenrezeptor und seinen Familienmitgliedern hängt in weiten Teilen, da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Thema, von der Expression assoziierter Proteine ab, die Koregulatoren genannt werden. Hier unterscheiden wir Koaktivatoren und Korepressoren. Genau darum geht es heute. Der Androgenrezeptor
bindet quasi das Steroidhormon, der Ligand, der natürliche Ligand, bindet an den Androgenrezeptor. Und entscheidend ist, wie stark wird diese Transkription dann dementsprechend durch die Proteinbiosynthese, durch die Transkription, die Translation beantwortet. Nämlich hat das mit den Koaktivatoren und den Korepressoren zu tun. Es ist also nicht so, wie man vermeintlich immer glaubt, dass wenn wir SARMs einsetzen, dass die wie der natürliche Ligand an den Androgenrezeptor bindet und die biologische Aktivität vom Testosteron quasi übernehmen, vermittelt über den Androgenrezeptor, sondern SARMs verändern in weiten Teilen Koaktivatorwirkung oder Korepressorwirkung, in dem Fall Koaktivatorwirkung. Das bedeutet also, unser therapeutisches Ziel, das Target, ist der Rezeptor. Und der Rezeptor kann in seiner Suszeptibilität, in seiner Vulnerabilität, also in seiner Affinität an das Steroid verbessert werden. Im Klartext könnte dies bedeuten, wenn ich SARMs mit Anabolen, Androgenen, Steroiden kombiniere, dann kann ich hier durch die Koaktivatorfunktion von den SARMs eine verbesserte Wirkung, eine verstärkte Transkriptionsfraktion je nach Gewebe erreichen durch die Kombination dieser beiden Wirkstoffe. Also es ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht gerechtfertigt, an dieser Stelle diese Behauptung weiterhin aufrechtzuerhalten. Entweder SARMs oder anabole androgene Steroide, da entweder der Androgenrezeptor je nach KI, ja, also je nach Dissoziationskonstante, entweder vom SARMs gebunden wird oder vom Testosteron oder von einem seiner Derivate. Das ist aus der heutigen Sicht, aus meiner Sicht, nicht wissenschaftlich im Augenblick zu akzeptieren. Durch die Kombination von SARMs, nehmen wir Testosteron und Testosteron, entsteht möglicherweise ein Spektrum an agonistischen Aktivitäten, die eine Veränderung der Reaktionskinetik in positiver Hinsicht ausführen, die zu einer verstärkten Transkriptionsleistung an den Ribosomen führen. Das bedeutet also, die Kombination von einem anabolen androgenen Steroid mit einem geeigneten SARM kann durch die agonistische Aktivität zu einer verbesserten Reaktionskinetik und im Endeffekt zu mehr Muskelmasse führen. Das ist die Kernbotschaft des heutigen Videos. Aber dazu mehr, wie funktioniert dieser Androgenrezeptor überhaupt? Sie sehen hier die verschiedenen Proteine in Form von alpha-helikalen Strukturen. Das sind Aminosäuren, die aneinandergereiht sind in der Primärstruktur. Wir haben ja bei Proteinen eine Primärstruktur. Das wäre einfach, wenn man Murmel aneinanderreiht und sie eine gewisse Konfiguration legt, entweder eine Schlange oder in dieser Form hier eine Alpha-Helix. Dann ist es einfach so, dass wir von einer Primärstruktur sprechen, von einer Sekundärstruktur, von einer Tertiärstruktur, und das hier wäre jetzt die Quartärstruktur des Androgenrezeptors mit seinen 12 Alpha-Helices. Ja. Das bedeutet also, der Androgenrezeptor hat in den letzten Jahren wissenschaftlich als therapeutisches Ziel, man könnte sagen, eine Renaissance erfahren. Und zwar das Aufkommen von diesen SARMs. Das sind potente therapeutische Wirkstoffe. Vor dem Hintergrund der Entdeckung dieser nicht-steroidalen Liganden hat man natürlich den Androgenrezeptor wieder ein bisschen in das Interesse, in den Fokus der Medizin gerückt und festgestellt, man könnte hier Patienten helfen, die anabole androgene Steroide in gewisser Weise nicht einnehmen können. Und der Vorteil für den Sportler besteht meines Erachtens darin, dass wir hier zu einer Veränderung der posttranslationalen Modifikation von Rezeptoren in der Lage sind durch den Einsatz von diesen SARMs. Und zwar, das Binden eines Liganden, da gehen wir nachher noch ganz kurz drauf ein. Der Ligand, wiederhole ich nochmal, ist das Testosteron oder mein Trenbolon oder mein Oxandrolon an den Androgenrezeptor, führt zu einer posttranslationalen Modifikation am Rezeptor und führt
im Endeffekt zu einer Veränderung der Regulationskinetik. Das heißt, die Koregulatorfunktion, hier sprechen wir von Phosphorylierung, verändert, wenn wir hier mit SARMs arbeiten, die Affinität. Es geht um Koregulatorfunktion durch Koaktivatoren. Natürlich gibt es in dem Fall auch Korepressoren. Ne? Und diese Korepressoren, hier darf jeder mal ganz kurz nachdenken, was könnte denn Korepressoren sein? Also die Veränderung, die quasi antagonistische Funktion am Androgenrezeptor hervorrufen. Was können es sein? Impfungen, Umweltschadstoffe, Toxine, Xenostoffe, Plastikpartikel, also alles, was eigentlich nicht natürlichen Ursprungs ist, was auch nicht in unseren Körper gehört. Also sehr viele Dinge. Ne? Das heißt, die posttranslationale Modifikation am Androgenrezeptor ist überaus vulnerabel, da der Androgenrezeptor eine vulnerable Proteinstruktur ist. Ne? Mit genauso wie die anderen Proteine aufgebaut, aktiviert werden muss. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar zu den induzierbaren Transkriptionsfaktoren gehören vor allem bei den lipophilen Hormonen das P53. Ne? Ich möchte hier nicht so sehr darauf eingehen. Es geht einfach nur darum, damit ihr versteht, wenn ein Protein neu synthetisiert werden muss, dann müssen hier verschiedene Bereiche innerhalb der DNA translatiert werden. Dadurch entsteht die Messenger-RNA. Aus der Messenger-RNA entsteht dann schlussendlich an den Ribosomen, an der kleinen und großen ribosomalen Untereinheit, die durch Antibiotika geschädigt werden können, entsteht hier dann am Endeffekt das Protein. Und das Protein kann dementsprechend vorbereitet werden und ausgeschieden werden, das zu einem späteren Zeitpunkt oder in einem anderen Video. Wichtig ist, ihr müsst verstehen, dass die transkriptionelle Aktivität des Androgenrezeptors entscheidend ist für den Muskelaufbau. Was ist überhaupt ein Androgenrezeptor jetzt mal auf genetischer Ebene? Ich möchte das nicht ausdehnen, aber ihr müsst wissen, es gibt innerhalb der DNA gibt es Introns und Exons. Und die Exons werden rausgeschnitten. Also ganz gegen dem, was man normalerweise denken würde. Die Introns sind transkriptionell entscheidend, werden also transkribiert und translatiert. Nein, in dem Fall ist es umgekehrt. Die Exons enthalten als kodogene Bereiche Information, sind also informationstragende Bereiche auf unserer DNA. Das soll jetzt nach heutigem Erkenntnisstand nicht bedeuten, dass die Introns keine Bedeutung haben, aber wie ich zu Anfang des Videos schon gesagt habe, ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit Medizin, Anabolen, Androgensteroiden, alles, was man eigentlich einsetzt im Bereich der patientenfreundlichen Medizin, um dem Patienten eine Hilfestellung zu geben. Und wir müssen ehrlich sagen, wir wissen relativ wenig. Das wird zwar von den Medien ein immer wieder anderes Bild transportiert über die Fernsehen, über die Medien. Das entspricht aber nicht der biologischen Wirklichkeit. Wir wissen relativ wenig über Androgene. Wir wissen wenig über die Funktion der Zelle. Wir haben viele Irrtümer. Wir haben sehr viele Rückschläge erfahren, gerade zu jüngster Zeit innerhalb der Virologie, dass wir sehen, dass das so alles gar nicht funktioniert und dass wir eigentlich wieder von vorne beginnen müssten. Aber das tun wir nicht, weil die Strukturen verkrustet sind und es geht ja immer nur um Geld. So, also, der Androgenrezeptor enthält 8 Exons, die nach Transkription in die mRNA quasi überführt werden. Und am ersten Exon haben wir eine CAG-Region, was ihr oben sehen könnt. Und jetzt kommt es darauf an, wie ist diese CAG-Region in der Folge? Wie häufig findet sich diese CAG-Region? CAG steht für die Basen Cytosin, Adenin, Guanin. Cytosin, Adenin, Guanin. Es geht immer um diese Abstände zwischen den CAG-Regionen und wie häufig finden wir die am Androgenrezeptor-Gen. Und wenn wir schwarze Männer nehmen, Afrikaner zum Beispiel, dann haben wir weniger CAG-Regionen. Je mehr CAG-Regionen wir auf Exon 1 haben, an der sogenannten Startsequenz, am
Polyglutamylrest, ja, dann können wir davon ausgehen, dass wir eine schwächere Affinität zum Androgen, sprich Testosteron, haben. Europäer haben CAG-Region in Folge am Exon 1 zwischen 21 und 24 und schwarze Männer, Afrikaner in der Regel zwischen 19 und 22. Da gibt es sicherlich auch gar keine klaren Einteilungen. Aber so ungefähr kann man sagen, der Europäer hat mehr CAG-Regionen in Folge und demzufolge eine geringere transkriptionelle Aktivität am Androgenrezeptor infolge einer Veränderung hier der Rezeptoraffinität. Die Ligandenbindungsdomäne. Es geht immer um die Ligandenbindungsdomäne. Und hier kann man sagen, es hat sehr viel damit zu tun, dass wenn wir durch Umweltschadstoffe hier unseren Androgenrezeptor in seiner Konformation, in seiner Ligandenbindungsdomäne verändern, durch diese 12 antiparallelen Helixes kann es zu einer signifikanten Umordnung kommen und diese flache hydrophobe Tasche, die Sie hier sehen, diese flache hydrophobe Tasche, wonach als Ligandenbindungsdomäne quasi imponiert. Hier kann es durch Koaktivatoren und Kofaktoren, die entweder als Aktivatoren oder Repressoren dienen, zu einer Veränderung der Affinität kommen. Das ist eigentlich die Kernbotschaft dieses Videos. Mal ganz kurz nochmal, wie läuft eigentlich das ganze Spiel ab? Und zwar, wir haben unser Testosteron. Testosteron, das wissen Sie, wird an SHBG, ein Alpha-Fetoprotein der Leber, gebunden und im Blut transportiert. SHBG bedeutet sexualhormonbindendes Globulin, so wie es TBG gibt, das ist ein thyroxinbindendes Globulin, oder auch beim Wachstumshormon, das ist auch, gibt es auch bindende Globuline. Da Steroide ja als Substanz nicht im Blut transportiert werden können, brauchen wir also Transporter. Das SHBG transportiert also unser Androgen hier an die Zielzelle, wird von der Zielzelle aufgrund seiner Lipophilie problemlos aufgenommen. Von der 5-Alpha-Reduktase, das kennt jeder von euch, Androgene prinzipiell haben die Möglichkeit, entweder als Testosteron dann zu Dehydrotestosteron zu werden durch die 5-Alpha-Reduktase oder dementsprechend dann aromatisierbare Androgene wie das Testosteron dann zu Östradiol werden. Normalerweise wird ein Dehydrotestosteron hier an den Androgenrezeptor gebunden, der das Hitzeschockprotein verdrängt. Die Hitzeschockproteine stabilisieren den Androgenrezeptor, signalisieren dem Androgenrezeptor, dass wenn kein Testosteron da ist, dass er quasi inaktiv ist. Das bedeutet auf ein einfaches Niveau heruntergebrochen, dass der Androgenrezeptor die Füße stillhält und keine Aktivität stattfindet. So, dann kommt es zu einer Dimerisierung und Phosphorylierung. Also über die Phosphorylierung werden Enzyme aktiv, es werden Rezeptoren aktiv durch Phosphorylierung. Das bindet an die androgenresponsiven Elemente, an der DNA und dann findet hier dementsprechend durch Koaktivatoren oder Korepressoren die Transkription statt. Und hier können wir mit unseren SARMs etwas bewirken. Das bedeutet, der Androgenrezeptor gehört zu einer Gruppe von intrazellulären, innerhalb der Zelle, Steroidrezeptoren. Er beeinflusst die nuklearen Transkriptionsfaktoren und die Transkription am Zielgen durch eine direkte Integration mit den Sequenzen der DNA. Das bedeutet hier. Das ist nochmal der Androgenrezeptor in der kristallinen Struktur. Hier sehen Sie den Androgenrezeptor stabilisiert durch das Hitzeschockprotein. Jetzt kommt der natürliche Ligand, in dem Fall das Testosteron. Das Hitzeschockprotein wird verdrängt, der Androgenrezeptor dimerisiert, aktiviert und hier an dieser Stelle durch TRAP, durch P160S, durch ARAS wird der Androgenrezeptor als physiologische Koaktivatoren
verstärkt in seiner transkriptionalen Funktion. Das ist wichtig zu verstehen, denn sonst kann man die Wirkung von SARMs nicht verstehen. SARMs verstärken die transkriptionale Aktivität und die Assoziation und Rekrutierung von verschiedenen Koregulatorkomplexen am Androgenrezeptor und dadurch steigern wir die transkriptionale Funktion des Androgenrezeptors und das Ergebnis ist eine gesteigerte Proteinbiosynthese. Hitzeschockprotein 70 und Hitzeschockprotein 90 sind an der Stelle nur entscheidend, dass ihr seht, dass der Androgenrezeptor in Ruhe nicht stimuliert, auch keine transkriptionale Aktivität aufweist. Insofern, wenn ich keinen Liganden habe, kein Testosteron, kein SARM, dann findet auch in diesem Bereich keine Proteinbiosynthese statt. Auch etwas, was man vielleicht wissen muss, wenn es Menschen gibt, die sagen, man kann auch Muskeln aufbauen ohne Androgen. Auch das ist natürlich möglich in gewisser Weise, aber nicht über diese Signalwege. Hier sehen Sie nochmal den natürlichen Liganden, in dem Fall Testosteron, bindet an den Rezeptor, in dem Fall den Androgenrezeptor, und es kommt zu einem pharmakologischen Effekt. Das bedeutet also, aktivierte Rezeptoren regulieren direkt oder indirekt zelluläre biochemische Prozesse. Die Fähigkeit eines Arzneimittels, in dem Fall einen bestimmten Rezeptor zu beeinflussen, hängt von der Affinität ab. Und genau hier an der Stelle induzieren wir durch den Einsatz von SARMs Konformationsunterschiede zur Assoziation und Rekrutierung von verschiedenen Koregulatorkomplexen, was die agonistische Wirkung unseres Hormons verstärken kann. Nun mal, die klassische Androgenrezeptorfunktionsstörung verursacht ein breites Spektrum von Störungen. Wir haben hier das Androgenitätssensitivitätssyndrom, also wenn wir durch viele Umweltgifte, durch Umweltschadstoffe zu wenig Rezeptorwirkung erfahren. Die testikuläre Feminisierung ist auch ein Problem der Umweltbelastung durch Xenoöstrogene und die Folge ist die Ablation der Maskulinisierung von Fortpflanzungsorganen wie Osteoporose und die Kachexie. Vielleicht dem Nebenaspekt möchte ich an der Stelle erwähnen, dass Silent Inflammation, die überwiegend aus dem Darm entsteht oder aus chronisch entzündlichen Zähnen, die in der konsekutiven Folge Interleukin 6, tumorigose Faktor Alpha, also Zytokine, Interferon 1 Beta und Interferon Gamma. Das sind proteolyse-induzierte Faktoren, die frei werden, wenn wir ein Leaky Gut-Syndrom haben, wenn wir eine chronisch entzündliche Darmschleimhaut haben, verursacht durch konsequente Fehlernährung, verursacht durch konsequenten Missbrauch auch von anabolen Androgenen, überwiegend orale Steroiden, dann verhindert das das Muskelwachstum und wirkt insofern Proteinkatabol. Jetzt kann sich jeder Gedanken machen, ob hier eine Gastritis, die verursacht wird durch 10 Wochen Dianabol, in vielen Fällen hier, ob das den Einsatz, den Aufwand und das Resultat wert ist. Insofern auch dieses Video zu verstehen, was könnte man denn als Alternative anbieten? Und hier könnte man durchaus über den Einsatz von SARMs nachdenken, da man auch ehrlicherweise sagen muss, dass Testosteron zur Leistungssteigerung, wie ich das schon in vielen Videos gesagt habe, nicht unbedingt optimal ist. Das Steroidhormon Testosteron wirkt natürlich auch, und das ist der zweite Teil dieses Videos, wirkt nicht nur am Androgenrezeptor. Testosteron wirkt am Androgenrezeptor, aber auch am Cortisolrezeptor und natürlich am Mineralkortikoidrezeptor ferner, am Progesteronrezeptor und am IGF-1-Rezeptor. Und von daher haben wir es auch, wenn wir anabole androgene Steroide verwenden, nicht nur mit der Hepatotoxizität zu tun, mit der potenziellen Eigenschaft der Aromatisierung von potenziell aromatisierbaren Steroiden wie Testosteron oder Nandrolon, sondern wir haben es auch mit einer Veränderung der Suszeptibilität der Funktion des Mineralkortikoidrezeptors zu tun. Und dadurch entsteht teilweise hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck, Wassereinlagerung.
Da möchte ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Das kann man in einem anderen Video gerne noch einmal näher beleuchten. Wichtig sind aber auch Dinge wie zum Beispiel die Affinität von Testosteron zu einer Derivate zum Progesteronrezeptor. Warum ist es interessant? Naja, es gibt sicherlich einen großen Teil meiner Zuhörer, die sich dem Umstand bewusst sind, dass der Einsatz von Anabolen, androgenen Steroiden, insbesondere auf die Psyche und auch auf die Wirkung der sexuellen Leistungsfähigkeit nicht unbedingt bedeutungslos sind, um es mal vornehm auszudrücken. Sehr viele Männer erfahren nach einer kurzfristigen Einnahme von Anabolen, androgenen Steroiden, durchaus eine Steigerung in fast allen Bereichen, sowohl im Fitnessstudio als auch im Bereich des Selbstwertvertrauens, das Vermögen, sich zu präsentieren, das Vermögen, was vielen Männern heute abhandengekommen ist, selbstbewusst aufzutreten, vor allem auch gegenüber Frauen oder Vorgesetzten. Das ist in weiten Teilen überaus positiv. Aber nach wenigen Monaten, nach manchmal schon 4, 5 Wochen, dreht sich dann fatalerweise der Spieß um. Und zwar hat das damit zu tun, dass anabole androgene Steroide eben fatalerweise nicht nur an den Androgenrezeptor binden, sondern eben auch an den Progesteronrezeptor. Und die Stimulation des Progesteronrezeptors, was mit hohen Progesteronwerten im Blut nicht unbedingt einhergeht, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Allein die Stimulation des Progesteronrezeptors durch physiologische, leicht erhöhte physiologische Werte kann hier zu einer Erektionsstörung führen, kann zu depressiven Verstimmungen führen, kann zu Agitiertheit führen. Ich möchte es nicht ausdehnen, aber ihr könnt euch die Konsequenzen sicherlich ausdenken. Gehen wir mal auf die Struktur ein. Testosteron ist hier oben dargestellt. Testosteron ist also nicht 17 Alpha alkyliert, wie man hier sehr schön erkennen kann, und insofern auch nicht hepatotoxisch. Ihr seht, was allen Steroiden, fast allen Steroiden gemeinsam ist, ist, dass sie einen Steranring tragen und dass sie hier eine Doppelbindung am Sauerstoff haben. Und ebenso sieht es aus beim Cortisol. Cortisol ist ein Steroidhormon aus nicht 17 C-Atomen oder 18, sondern C21. Und Cortisol bindet am Glukokortikoidrezeptor. Und deswegen haben wir bei vielen Athleten eine unangenehme Nebenwirkung, und zwar die Depression, die Stimmungsschwankungen, die Schlafstörungen, genau hervorgerufen durch diese Affinität, das Testosteron eben leider Gottes auch an den Glukokortikoidrezeptor bindet. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz den Regelkreis. Wir haben einen Stimulus am Cortisolrezeptor. Der Cortisolrezeptor führt zu einem Cortisol-Feedback, das gehemmt wird über den Hypothalamus. Das heißt, der Hypothalamus detektiert, dass wir es hier mit hohen Cortisolwerten zu tun haben, weil der Cortisolrezeptor nicht durch Cortisol, aber genauso eben auch durch Testosteron stimuliert wird. Dadurch wird CRH heruntergefahren, das Corticotropin-Releasing-Hormon, wird zu einem verminderten Signal der Hypophyse führen, Hypophysenvorderlappen. Wir unterscheiden den Hypophysenvorderlappen von Hypophysenhinterlappen, also Neurohypophyse und Adenohypophyse. Und das führt wiederum zu einem verminderten Signal über ACTH. ACTH, adrenokortikotropes Hormon, Adren, griechisch zur Niere. Und dadurch haben wir in vielen Fällen, wenn wir es mit einer hohen langfristigen Dosierung von Testosteron und anabolen, androgenen Steroiden zu tun haben, mit einer nicht durch das Parenchym verursachten Pathophysiologie deiner Nebennierenrindenschwäche, nämlich durch die Affinität von Testosteron als potenziell aromatisierbarer Steroid an den Cortisol-Glukokortikoid-Rezeptor. Die Nebennierenrinde ist gesund. Ich erlebe das bei sehr vielen Athleten, dass es hier zu einer Nebennierenrinden Schwäche scheinbar kommt, die aber nicht durch die Funktion der Nebennierenrinde oder deren Funktionsstörung pathophysiologischer Natur verursacht wird, sondern durch die Fehlsteuerung über den Glukokortikoidrezeptor, über hypothalamische, hypophysäre, negative Feedbackmechanismen, die man verstehen muss. Das bedeutet also, wenn jetzt jemand von euch Testosteron verwendet,
Und er stellt nach einigen Wochen fest, dass sich eine chronische Müdigkeit einstellt, dass sich Schlafstörungen einstellen, dass sich ständig wiederkehrende, scheinbar therapierefraktäre Verletzungen an Sehnen, Bändern, Ligamenten einstellen, dann hat es natürlich in erster Linie nichts mit einem Übertraining zu tun. Also am Ende ist es natürlich ein Übertraining, aber nicht ein Übertraining, weil der Athlet sich, wie die fehlerhafte Annahme häufig vermuten lässt, im Training überlastet hat oder in der Peripherie in seinem Lebensstil überlastet hat, sondern weil Testosteron eben leider Gottes nicht nur an den Androgenrezeptor bindet, sondern eben auch an den Glukokortikoidrezeptor, an den Mineralkortikoidrezeptor, an den Progesteronrezeptor, an den Pregnenolonrezeptor und so weiter. Das bedeutet, wir haben mit Testosteron und seinen Derivaten ein Problem, was wir mit den SARMs erstmal so nicht haben. Das fatale Problem besteht natürlich darin, dass SARMs alleine nicht funktionieren, aber dazu in einem späteren Video mehr. Ich möchte hier an der Stelle nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie das jetzt eigentlich hier funktioniert mit dieser Glukokortikoid-verminderten Sensibilität des Rezeptors. Der Rezeptor wird quasi durch Cortisol stimuliert, das wäre der normale Weg. Wenn aber der Glukokortikoidrezeptor, der eine Partialwirkung zum Ligand Testosteron hat, durch Testosteron stimuliert wird, und wir reden bei den meisten Athleten ja nicht von einer kleinen Steigerung des Plasmatestosterons, sondern 250 Milligramm Testosteron sind da immerhin das Mindeste, was man sich so gönnen darf, meine Damen und Herren. Und viele Athleten verwenden ja auch 500, 750 oder gar 1000 Milligramm Testosteron die Woche. Insofern ist das natürlich hier ein Stimulus, der über den Liganden und die Ligandenpartialwirkung am Glukokortikoidrezeptor ganz bedeutsame Konsequenzen hat, nämlich über die Cortisol-Feedback-Hemmung. Am Ende des Tages wird der Hypothalamus inhibiert. Der Hypophysenvorderlappen wird inhibiert und die Nebennierenrinde bekommt, genau wie die Hoden, kein Signal mehr. Und langfristig gesehen kommt es hier zu einer Nebennierenrindenatrophie. Und dann haben wir vergleichbar mit der testikulären Atrophie, die der allermeisten Athleten bei einem kritischen Blick ins Spiegel oder mal die Partnerin fragen, auch erkennen können, nämlich die Hodenatrophie. Die testikuläre Atrophie ist im Prinzip nur das Pendant zu einer Nebennierenrindenatrophie. Jetzt macht aber die Nebennierenrinde natürlich nicht nur Cortisol, sondern die Nebennierenrinde besteht ja aus drei Rindenregionen, Zonula glomerulosa, fasciculata und reticularis. Das heißt, dem Athleten fehlt im Endeffekt auch DHEA, Dehydroepiandrosterndiol, ein ganz bedeutsames Nebennierenrindenandrogen, das für die Libido verantwortlich ist, das ist Neurosteroid, für die Psyche, für das Wohlbefinden, für den Schlaf, für den Fettstoffwechsel, auch für die Lipide, sehr, sehr bedeutsam ist, vor allem die letzten Jahre. Von Pregnenolon möchte ich jetzt gar nicht sprechen, da Pregnenolon auch ein ganz, ganz wichtiges Steroid ist, das ja als Mutterhormon zählt. Auf das können wir später noch ganz kurz eingehen. Ich möchte an der Stelle nur vermitteln, dass Androgene reduzieren die Cortisolwirkung über den Glukokortikoidrezeptor. Das heißt, Corticotropin, Releasing-Hormon und ACTH verändern sich. Entweder sie steigen oder sie fallen ab. In dem Fall ist es eine negative Feedback-Rückkopplung, wenn wir zu viel Testosteron verwenden. So, welchen Einfluss hat Testosteron auf das Cortisol an sich? Das ist nämlich auch noch ein Thema. Es geht ja nicht nur um Cortisol, es geht ja auch um Cortison. Cortison, muss man zunächst einmal verstehen, trägt hier eine Doppelbindung an welchem Atom? C1, C2, C3, C4, 5, C6, C7, C8, C9, C10, C11. Am 11. C-Atom haben wir hier eine Doppelbindung zum Sauerstoff. Deswegen haben wir auch ein Enzym, das nennt man 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Die baut also ein Proton hier ein. Das aktiviert unser Cortisol. Also die 11-Beta-HSD, die durch Trenbolon zum Beispiel inhibiert wird, und deswegen wirkt ja auch Trenbolon auf der einen Seite sehr stark anabol, weil es inaktives Cortison
das nicht mehr katabol wirken kann, nicht in aktives Cortisol umwandeln kann, wie Dexamethason. Da unterscheiden wir uns eigentlich in dem Fall, was die Regulatorfunktion betrifft, auf biologischer Ebene in nur ganz minimalen Bereichen. Seit 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase wird durch Testosteron genauso wie durch Trenbolon verändert. Im Falle von Trenbolon ist es so, dass Trenbolon die 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase inhibiert. Das bedeutet, das führt zu Entzündungen. Bei Testosteron steigern wir die Aktivität der 11-Beta-Steroid-Dehydrogenase. Und je mehr aktives Cortisol wir haben, desto stärker ist der negative Feedback-Mechanismus auf diese Cortisol-Feedback-Hemmung im Hypothalamus, der ja immer ständig die Konzentration misst und auch den Einfluss hat auf den Hypophysenvorderlappen über das CRH, also Corticotropin-Releasing-Hormon, und schlussendlich dann ACTH vom Hypophysenvorderlappen herunterreguliert wird und die Nebennierenrinde dann kein Signal mehr bekommt und pathomorphologisch es zu einer Atrophie der Nebennierenrinde führt. So, diese Mechanismen sollten verstanden werden. Wenn wir also mit Anabolen, androgenen Steroiden zu tun haben, dann haben wir Probleme mit der Steuerung unserer Nebennierenrinde. Das heißt, wir haben Probleme mit dem DHA, Dehydroepiandrosterone, sollte man auf jeden Fall zuführen, aber natürlich im Vorfeld kontrollieren. Wir haben Probleme mit dem Blutdruck in vielen Fällen. Die sind auch erklärbar über die Mineralkortikoidwirkung, nämlich Zonula glomerulosa, fasciculata, reticularis, Mineralwasser mit Zucker macht sexy. Also die Mineralkortikoide werden ebenfalls betroffen sein. Und schlussendlich auch das Cortison. Wie macht sich jetzt eine Schwäche des Cortisols bemerkbar? Übellaunigkeit, Aggressionen, wer kennt das nicht, von Trenbolonverwendern, von Steroidverwendern insgesamt, Schlafstörungen, Entzündungsneigung, proinflammatorische Zytokine. Was machen proinflammatorische Zytokine? Proinflammatorische Zytokine unterstützen die Silent Inflammation. Und die Silent Inflammation wird durch was kategorisiert? Durch ein erhöhtes im Blut, im Plasma, für jeden nachweisbar Zytokinsteigerung in Form von Interleukin 6, tumornekrose Faktor Alpha, Interferon Beta, Interferon Gamma. Diese proteolyse-induzierenden Faktoren sind dein Feind, wenn es um Wohlbefinden geht, wenn es um Muskelaufbau geht und vor allem, wenn es um chronische Entzündungen geht. Und das wird durch Cortison in weiten Teilen reguliert. Das heißt also, wenn ihr durch Trenbolon oder durch Testosteron einmal promovieren, einmal inhibieren, eingreift, dann solltet ihr hier auf alle Fälle das Cortisol kontrollieren mit einem Cortisol-Tagesprofil. Hierzu braucht man natürlich jemanden, der sich mit der Thematik auskennt. Das ist nichts fürs Coaching. Beim Coaching sind wir schon lange raus, ja, was den Anspruch der Thematik betrifft. Das ist dann wirklich etwas für den interessierten Athleten, der wirklich auch hier die Dinge verstehen möchte und nichts falsch machen möchte. Nach dem Trial-and-Error-Prinzip kann man immer arbeiten. Ich habe kein Problem mit allen Athleten, die nach dem Trial-and-Error-Prinzip arbeiten. Das macht man auf höchstem Niveau. Das machen viele Weltmeister. Das macht man sogar auf Höhe, auf Niveau von Mr. Olympia. Aber die Konsequenzen können manchmal eben fatal sein. Zunächst einmal, wenn wir schon bei dem Thema Steroidhormone sind, Androgenrezeptoren, die gewebspezifisch, agonistisch oder antagonistisch wirken, an verschiedenen Geweben als Transkriptionsfaktoren, als intrazelluläre transkriptionelle Aktivatoren, die durch Liganden aktiviert werden, müssen wir mal verstehen, was sind überhaupt Steroide. Dazu haben wir das Cholesterin. Das Cholesterin, das dient ja quasi den Medien immer wieder als Aufhänger, um irgendwelche Horrorszenarien zu transportieren, die natürlich auf der einen Seite etwas naiv und geistesverloren sind, in weiten Teilen auch traumtänzerisch erscheinen und von vielen Ärzten eigentlich auch gar nicht wirklich richtig verstanden werden. Die folgen hier an der Stelle auch dem Mainstream. Das haben wir ja kürzlich auch gesehen, dass hier Ärzte zu einer sehr leicht beeinflussbaren Berufsgruppe gehören, weil der wissenschaftliche Grundgedanke einfach nicht da ist. Ne? Also Cholesterin, 27 C-Atomen. Aus dem Cholesterin wird durch ein Enzym namens Cholesterin-Desmolase unser wichtiges Pregnenolon, das Mutterhormon.
Und die Cholesterin-Desmolase ist ein mitochondriales Enzym, das den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt in der Pregnenolonsynthese darstellt. Durch Zytochrome P450. Und hier sind wir bei einem Thema, das ganz wichtig ist. Ihr erinnert euch an mein Video mit der instabilen Halswirbelsäule. Wenn ich eine instabile Halswirbelsäule habe, dann ist es in vielen Fällen in der Korrelation mit einer Kryptopyrolorie, einer Synthesestörung von HAM. Und die HAM-Synthesestörung, also die Störung der HAM-Proteine mit ihren enzymatischen Konsequenzen zu der Oxyreduktase, führt dazu, dass wir hier, wenn wir eine instabile Halswirbelsäule haben oder eine Schwermetallbelastung, in weiten Teilen erst gar nicht genügend Cholesterin-Desmolase aufbauen können, weil es ein HAM-Protein ist. Und HAM-Proteine gehören zu den Zytochromen. Und die Zytochrome sind die Entgiftungsenzyme, nicht nur die Entgiftungsenzyme in Phase 1 der hepatischen Detoxikation. Wir unterscheiden ja Phase 1 der hepatischen Detoxikation, wo oxidiert und reduziert wird, ja, durch Zytochrom P450, wo auch eine Giftung des eigentlichen Toxins durch die Bildung von Intermediaten entstehen kann. Aber wir haben auch einen zweiten Punkt, nämlich die Phase 2 der hepatischen Detoxikation, bei vielen Athleten auch noch nicht so angekommen, wie es eigentlich ankommen sollte, nämlich durch Glutathion. Glutathion brauchen wir für die Glucuronidase-Reaktion, damit unsere Toxine, die jeden Tag im Stoffwechsel entstehen, wasserlöslich gemacht werden können und renal eliminiert werden können. Das heißt also, die HAM-Proteine spielen eine ganz wichtige Rolle und vor allem an der Stelle, wenn wir eine Störung haben hier bei der Bildung von Pregnenolon, dann haben wir es mit einer mitochondrialen Zytopathie zu tun. Und wenn du eine mitochondriale Zytopathie auf einfachem Wege detektieren willst, dann lass dein Pregnenolonsulfat beim Hausarzt bestimmen. Wenn er fragt, warum, musst du darauf nicht antworten. Machen Sie es einfach. Ich erzähle es irgendwann, dann werden Sie es auch verstehen. Wichtig ist hier, wenn wir eine mitochondriale Zytopathie haben, dann sollten wir im Training kein Vollgas geben. Dann sind wir kein Kandidat für den Bodybuilding-Leistungssport, aber auch nicht für einen anderen Leistungssport. Wichtig zu verstehen, Cholesterin besteht aus 27 C-Atomen. Durch die Cholesterin-Desmolase als geschwindigkeitsbestimmender Schritt in den Mitochondrien zum Pregnenolon. Und Pregnenolon ist unser Mutterhormon und besitzt ganz wichtige Bedeutung bei chronischen Erkrankungen, Erektionsstörungen, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, Depressionen und Pregnenolonsulfat bitte bestimmen als einfachen, billigen Marker, um einer mitochondrialen Zytopathie, unter der heute so viele leiden, auf die Spur zu kommen. Ganz wichtiges Thema. Und wenn ich mit anabolen Androgenen Steroiden eingreife, das Testosteron, was man ja heute als junger Mann quasi schon tun muss. Man muss ja schon quasi Testosteron verwenden. Ja, das gehört zum guten Ton und kann ja auch nicht daneben gehen. Doch, meine Damen und Herren, es kann daneben gehen. Vor allem, wenn es vom Laien appliziert wird und vom Coach, der auch nicht sonderlich viel Bescheid weiß, dann auch kontrolliert und dann durch naives Herumprobieren immer wieder in die falsche Richtung transportiert wird. Also, wenn wir mit Steroiden arbeiten, wenn wir mit Trenbolon arbeiten, dann müssen wir einige Parameter bestimmen lassen. DHEA als Beispiel, Cortisol-Tagesprofil und vor allem Pregnenolon. Und wahrscheinlich muss man bei längerem Konsum Pregnenolon auch zuführen. Noch kurz zum Verständnis. Es gibt C18-Steroide, es gibt C19-Steroide, es gibt das Pregnenolon, C21-Steroide. Und die werden einfach hier abgezählt. C1, C2, so weiter bis C17. Und in dem Fall haben wir ein C21, C17, C18, C19, C20. Ja? Das bedeutet, wir haben ein Steroidhormon mit 21 C-Atomen. Und daraus entwickeln sich die anderen. Also Pregnenolon, Progesteron im Rahmen der Steroidhormonbiosynthese durch 11-Beta-Hydroxysteroidat. 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Reaktion. So, noch einmal im Überblick. Cortisol, Progesteron, Testosteron, also das männliche Geschlechtshormon, in der direkten Gegenüberstellung das weibliche Geschlechtshormon, hier Doppelbindungen am A-Ring.
Die Auswirkungen am Glukokortikoidrezeptor, darauf möchte ich noch ganz kurz eingehen, die sind nicht vorherzusehen. Wir können sagen, wenn wir Steroide nehmen, dann bindet das Steroid, das Testosteron, das potenziell aromatisierbare Androgen aufgrund der Ligandenaffinität, der Partialbindung an den Liganden, also der Ligand bindet an den Rezeptor. Die agonistische Partialbindung, wir haben nicht immer nur einen kompletten Liganden, wir haben auch eine Ligandenpartialwirkung. Diese Ligandenpartialwirkung am Rezeptor, in dem Fall am Glukokortikoidrezeptor, kann zu einem negativen Feedback-Signal führen oder es kann in dem Fall auch ein positives Feedback-Signal ergeben durch verschiedentlich andere Konfigurationen, überwiegend dann, wenn wir Steroide verwenden, die C19-Steroid-Wirkung haben, zum Beispiel Trenbolon. Darauf in einem anderen späteren Video werde ich da noch expressis verbis eingehen. Für den heutigen Tag möchte ich noch ganz kurz auf die Wirkung, auf die Steroidwirkung, auf die Psyche eingehen. Und zwar wissen, dass hohe Testosteronwerte Serotonin und Dopamin reduzieren und das kann durch Östradiol ausgeglichen werden. Wenn wir also mit Testosteron arbeiten, dann müssen wir COMT und MAO, also Catechol-O-Methyltransferase und MAO als Monoaminooxidase im Blick behalten. Wie können wir das machen? Indem wir unsere Neurotransmitter, unsere aktivierenden Neurotransmitter im Blick haben. Welche sind das? Dopamin und Serotonin. Also sollte bitte kein Athlet Testosteron, anabole, androgene Steroide verwenden, über Erektionsstörungen, über Depressionsstörungen, über Befindlichkeitsstörungen im weitesten Sinne, Gelenkschmerzen, morgendliche Anlaufstörungen klagen, der hier mit Testosteron arbeitet und kein Serotonin und Dopamin bestimmt hat. Denn das funktioniert lege artis in den meisten Fällen nicht. Östrogen kann dieses etwas verändern, also Östradiol kann hier eine ausgleichende Wirkung haben. In der Biochemie ist es so, dass COMT und MAO, die Transkription wird durch Testosteron beschleunigt und COMT und MAO bauen im Prinzip die aktivierten Neurotransmitter schneller ab. Östrogen verlangsamt die Expression dieser Enzyme, dadurch steigt dann der Spiegel an aktivierten Neurotransmittern. Einfach gesagt, Testosteron senkt Serotonin-Dopamin. Wie die Wirkung am Dopamin- und Serotonin-Rezeptor dann durch Testosteron beeinflusst wird, da muss man sagen, ist es wieder umgekehrt. Aber darauf gehen wir in einem anderen Video ein. Ihr seht, ein unheimlich komplexes Thema und absolut nichts für den Laien. So, dann gehen wir nochmal, oder ihr seht es hier nochmal, COMT und MAO, ja. Also wenn wir ein Low-COMT-Gen haben, verursacht durch einen hohen Östrogenspiegel, durch eine starke Aromatase, wenn wir unser Testosteron als potenziell aromatisierbares Androgen in Östrogen umwandeln, dann haben wir es mit einem Typen zu tun, der überwiegend Low-COMT-Gene hat und der verlangsamt den Abbau von Serotonin und Dopamin. Dem geht es dann meistens gut. Wenn jemand zu wenig Östrogen hat und zu hohe Testosteronwerte, dann ist das eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Und deswegen auch diese Östrogenphobie sollte man als Athlet schnellstens ad acta legen. Die Aromatase ist indirekt an der Konzentration von den aktivierenden Neurotransmittern verantwortlich und beteiligt. Also weder zu hohe Östrogenwerte sind von Vorteil für den Mann, noch zu niedrige. Gleiches gilt dann vice versa für Testosteron oder für alle anderen Hormone. Auch hier bei den Katecholaminen spielt dieses System eine ganz wichtige Rolle, COMT und MAO. Die Katecholamine, muss man verstehen, also Katecholamine sind Adrenalin und Noradrenalin. Das sind diese Stoffe, die uns auf Fight und Flight vorbereiten, also ganz wichtig sind für unsere körperliche Leistungsfähigkeit, für unsere Aufnahmefähigkeit, für den Grad unserer Aktivierung, morgens aufzustehen, abends in die Ruhe zu kommen. Und auch hier seht ihr, dass hier ganz viele Vitamine beteiligt sind. Zum Beispiel von DOPA zu Dopamin brauchen wir Vitamin B6.
Von Dopamin zu Noradrenalin brauchen wir Vitamin C und Kupfer. Oder auch Eisen spielt eine ganz wichtige Rolle für die Frauen unter euch, die unter Depressionen leiden. Eisen kontrollieren lassen. Hier werde ich in Zukunft noch ein Video zum Thema Eisen aufgrund von vielfachem Wunsch hochladen zu dieser Thematik. Was hat Eisen mit Depression zu tun? Die Zusammenhänge zwischen Eisen und Leistungsminderung, Tachykardie sind evident und durchaus bekannt, aber Eisen und Depressionen ist in dem Zusammenhang etwas weniger bekannt. Ich möchte nur kurz auf die pharmakologischen Besonderheiten von SARMs eingehen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Pharmakologisch bedeutet der Einsatz von SARMs, dass wir eine selektive Aktivität auf beschränkte Gewebe haben. Das heißt also, wir haben an der Muskulatur einen durchaus positiven Effekt. Wir aktivieren Satellitenzellen, wir steigern die Myoblastenproliferation, wir haben es mit einer Hypertrophie zu tun durch die verstärkte Transkriptionsrate durch den Liganden, durch die Kofaktoren. Und wir haben keine negativen Bereiche, die jetzt zum Beispiel DHT bedeuten, Konvertierung in DHT. Wir haben keine Aromatisierung in Östradiol. Und die bisherigen SARMs, soll es heißen, sind resistent gegen die 5-Alpha-Reduktion oder die Aromatisierung. Hier wird auch vieles falsch verstanden. Es gibt natürlich YK11, das an sich eigentlich kein reines SARMs ist, sondern Steroidstruktur und DHT besitzt. Ja, das ist jetzt hier eine Ausnahme, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Soll nicht heißen, dass SARMs keine negativen Wirkungen haben können. Insbesondere ist hier die Frage, wie wirken SARMs auf die Prostata? Es gibt einige Hinweise dazu, dass SARMs sich günstig auf die Prostata, auf die benigne Prostatahypertrophie auswirken können, weil sie eben selektive Androgenrezeptormodulatoren sind. Das heißt, sie können über Koaktivatoren an der Muskelzelle, am Androgenrezeptor der Muskelzelle eine Aktivierung hervorrufen und an der androgenen Stelle, am Androgenrezeptor der Prostata über Co-Regulatorfunktion, nämlich Co-Repressorwirkung, sich günstig auswirken, dass die Prostatahypertrophie hier gestoppt wird, die wir normalerweise verursachen durch Dehydrotestosteron in gewisser Weise, natürlich auch immer in Kombination mit Östrogenen. Die SARMs trennen die anabole Aktivität von der Katabolaktivität und der Androgen. Entschuldigung, die SARMs trennen die anabole Aktivität von den Androgenen. Das ist ganz wichtig. Durch SARMs induziert, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste in diesem Video, durch SARMs induzierte Konformationsunterschiede am Androgenrezeptor führt zu einer Rekrutierung verschiedener Koregulatorkomplexe. Das ist eigentlich die zentrale Aussage, die ich in diesem Video transportieren möchte. Weil ihr verstehen könnt, es geht nicht darum, dass wir entweder Testosteron verwenden oder SARMs, sondern es geht darum, dass möglicherweise durch die Kombination von Anabolen, Androgenen, Steroiden und einem geeigneten SARM ein Spektrum an agonistischen Aktivitäten mit einer veränderten Reaktionskinetik an der Transkription stattfinden kann. Und das ist entscheidend. Das heißt, die Kombination verursacht eine günstige Überschneidung am Androgenrezeptor und natürlich auch, was die Nebenwirkungen betrifft, für den Athleten. Gehen wir nochmal auf die Struktur ein von Turinabol und Dianabol. Ihr seht, alle Anabol-Androgensteroide bestehen hier als Grundgerüst aus dem Steranring, das Mutterhormon, ist das Testosteron. Und hier gibt es eben verschiedene Strukturen, verschiedene Aufbau, unterschiedliche Aufbau. Und darauf möchte ich jetzt nicht so sehr eingehen. Das machen wir in einem späteren Video. Entscheidend für den heutigen Tag ist, wenn ihr über SARMs nachdenkt, dann muss euch im Klaren sein, dass auch hier gewisse Laborparameter kontrolliert werden müssen, vor allem der suppressive Effekt, die Supprimierung auf LH-FSH ist bei einigen SARMs durchaus gegeben, sehr stark gegeben. S23 beispielsweise supprimiert sehr stark. Dann haben wir das
Red 140, Testosteron, das ebenfalls einen sehr stark supprimierenden Effekt hat auf den Hypothalamus und damit auf den Hypophysenvorderlappen. Das führt zu einer Acidospermie. Das kann zu einer sehr starken Einschränkung der testikulären Funktion führen über die Ledigzellen, über die Sertoli-Zellen. Also SARMs, möchte ich damit nochmal ganz klar expressis verbis sagen, sind weit weg von nebenwirkungsfrei zu sein. Allerdings könnte es hier für den Leistungssportler bedeutsam sein, die Kombination von Testosteron mit einem SARM oder einem Testosteron mit einem Steroid in Kombination mit einem SARM, um eine agonistische Aktivität und damit eine veränderte Reaktionskinetik am Androgenrezeptor und eine gesteigerte transkriptionale Aktivität auszulösen. Wenn du Fragen hast zu dem Thema und wenn du wirklich den Bodybuilding-Sport, Fitness-Sport professionell betreiben möchtest, kannst du dich gerne an mich wenden. Wenn du Probleme hast mit dem Bewegungsapparat, Schmerzen, instabile Halswirbelsäule oder sonstige chronische Krankheiten, dann freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Halte dir immer vor Augen, du bist verloren, wenn du auf einen Narren hörst. Alles Gute und bis bald.